Red Bull Salzburg ohne 12 Standardspieler bei den Capitals in Wien. Und zunächst verläuft das Spiel so, wie man sich das vorstellen musste. Dadurch 1:0 Führung für die Wiener durch Philipp Pinter in der 6. Minute im Powerplay. Pinter, zwar fehlen auch bei den Wienern einige Spitzenspieler wie Rotter, gesperrt, Larose und Marcel Hoppmann verletzt. Aber die junge, frische Mannschaft der Salzburger zeigt ungeahnte Qualitäten. Ausgleich durch den Kapitän des heutigen Tages, Steve Rigier, auf Zuspiel von Abbott. 1:1, Penker geschlagen. Und dann Kevin Pushnik mit einem Breakaway, lässt sich nicht mehr beirren. 2:1 Führung, ein Shorthander. Sein erstes Tor in der heurigen Meisterschaft, Kevin Pushnik. 2:1 Führung für die Salzburger. Die Salzburger sind bereiter zu kämpfen, machen ein großartiges Vorcheck, haben mehr Spielanteile und gehen verdient mit 3:1 in Führung. Zweiter Treffer des heutigen Kapitäns, Steven Rigier, und zum Spiel wieder 41-19. Und in dieser Tonart geht es weiter. Salzburg drängt, Salzburg kämpft und Salzburg spielt. Herrlich freigespielt. Kevin Pushnik, sein zweites Tor heute. Zuspiel von Ramsey Abbott. Und die Roten Bullen führen vorentscheidend mit 3 Toren Vorsprung. 4:1. Und dann noch ein sehenswertes Tor für die Salzburger. Scheibe kommt zu Taylor Holst. Spielt sich ja frei, wird nur halbherzig attackiert von den Capitals. Und macht das nächste Tor über die Fanghand von Penker hinweg zum 5:1. Im Schlussdrittel kommen die Wiener zwar dann doch ein wenig besser ins Spiel, aber es ist einfach zu spät. Und so richtig Kraft und Power zeigen sie auch nicht mehr. Hier das 2:5 durch François Bouchard. Dann noch in der Schlussminute in einer Powerplay-Situation noch das 5:3 durch Philipp Pinter, sein zweiter Treffer. Berechtigter Jubel für Pierre Paché und seine Truppe. Sie waren frischer, sie waren schneller, sie waren giftiger in den Zweikämpfen, sie waren giftiger vom Tor, vom eigenen und vor unserem Tor. Und von dem her brauchen wir da gar nicht viel Ausreden suchen. Wir haben einfach unser Konzept eingehalten, sind wir so früh wie möglich Eis gelaufen, haben einen Vorcheck gemacht, die anderen, die glauben einfach, die Caps sind damit nicht zurechtgekommen, und das war der Schlüssel zum Erfolg.